Was hat denn Geld und Liebe miteinander zu tun? Ja? Und viel mehr als die meisten ahnen. Das fängt ja schon beim ersten Date an. Ne? Wer bezahlt die Rechnung? Genau, wer bezahlt die Rechnung? Die selbstbewusste Frau zahlt dann in der Regel zumindest beim ersten Date wahrscheinlich selber, aber beim zweiten dann vielleicht eher nicht. Ja, schönes Beispiel dafür, dass es schon von Anfang an schiefgehen kann, weil es ist ja ein kommunikativer Vorgang, eine Beziehung. Ja? Also eine Beziehung ist die Geschichte der gegenseitigen Reaktionen aufeinander. Und wenn die Frau sagt, also ich bezahle meins selbst, und sie sagt das vielleicht auch noch entsprechend offensiv, dann denkt er vielleicht, na, die will nichts mit mir zu tun haben. Also man weiß ja nie, wie der andere das auffasst, was man sagt. Eine gute Möglichkeit wird sein, wie machen wir das denn hier mit dem Geld? Zahlen wir getrennt, zahlen wir zusammen? So, kann ich dich einladen oder willst du mich einladen? Oder wie? Also man könnte es einfach locker ansprechen und dann hätte man schon das erste Tabu nicht aufgebaut, sondern sagen, worauf einigen wir uns?